das ist definitiv eine Erfahrung, wenn man die Möglichkeit hat, gemacht haben sollte. Und es macht auf alle Fälle Spaß. Ich finde es super. Ich bin auch froh, dass sowas angeboten wird. Das ist nicht selbstverständlich. Allgemein das Mauern, was da vermittelt wird, das lernt man halt so draußen nicht. Ich habe gerne die Schirmherrschaft für diese Begabtenförderung angenommen, weil ich einfach daran interessiert bin, dass unsere jungen Leute wirklich in ihren Talenten gefördert werden. Ich bin begeistert, was die jungen Menschen hier so abgeliefert haben, mit welcher Präzision sie arbeiten. Man sieht ganz deutlich, dass ihnen hier was beigebracht worden ist, was über diese normale Ausbildung hinausgeht. Bei uns in Bayern ist das Sichtmauerwerk jetzt nicht so verbreitet, das ist ja eher so im Norden. Von dem her ist es super, dass man sowas trotzdem miterleben kann. Wir machen in unserer Ausbildung sehr viel mit Sichtmauerwerk. Aber die Qualität, die in Wettbewerben gefragt ist, haben wir bei weitem nicht. Daher ist der Wunsch entstanden, junge Menschen, die Besten in der Ausbildung sind, zu fördern. Das Level hier ist auf alle Fälle anders als im normalen Betrieb, weil es einfach, ja, wie gesagt, mehr gefordert wird. Wir können nur durch gute Beispiele junge Leute animieren, in verschiedene Gewerke und in dem Fall hier natürlich ins Maurerhandwerk und ins Bauhandwerk zu gehen. Die Techniken nehme ich auf alle Fälle dann mit. Das ist was, wo man jetzt lernt, wo man dann später anwenden und auch brauchen kann.